Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir befinden uns immer noch in den Magisterunterkünften, immer noch im Kerker, im Gefängnis. Haben in der letzten Folge uns hier den Wächtern entledigt. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen durchplündern. Hier hochwertige Wasseressenz. Goldschlüssel, Schlüssel. Das ist ja sehr schön, das freut mich. Dann brauchen wir nicht mehr die Türen knacken. Ein Schaukasten. Mit einem Fliegenpilz. Wunderschön. Gut, bevor wir hier rübergehen und diesen toten, schrägstrich schlafenden Kollegen untersuchen, gehen wir erst noch ins Büro. Ich will nämlich zum Schluss dann schauen, wo dieses Loch hier hinführt, das wir hier so schön gegraben haben und das uns in den Kampf verwickelt hat. Wir haben hier oben noch eine Truhe mit einem Amulett. Oh, da sind sogar mehrere. Aber die sind offenbar leer. Ich denke mal, wenn wir selbst ins Gefängnis... Nein! Wollte ich nicht nehmen. Wenn wir selbst ins Gefängnis geworfen worden wären beim letzten Mal, dann würden hier unsere Sachen liegen. Könnte ich mir vorstellen. Das Amulett müssen wir identifizieren. 30 magische Rüstung, das ist Gauner Erotoik. Das wäre was für die Lose, oder? Ich kann mir das nie merken, was die hier für Eigenschaften hat. Hydrosoph und Aero, genau, ja. Das wäre eigentlich was für die Lose. 30, aber da ist jetzt Intelligenz plus 1. Ah, nee. Ich würde eher nicht sagen. Und für die anderen wird es wahrscheinlich nicht relevant sein. Wobei 30... Nee, wir gehen hier nicht auf Rüstung. Da sind mir die plus 1 Werte schon lieber. Gut, also wird verkauft. Dann, wir haben hier Heilerwerbung. Jede Seite des Buchs ist gleich. Man reißt die Seiten heraus und gibt sie den Kranken. Swans Allheilmittel. Heilt und hilft sofort bei Kopfschmerzen, Hustenerkältung, Schluck auf Gicht, Geschlechtskrankheiten, Lähmungen. Behandlung bei Gregorius Swan, Felder bei Treibholz. Und ein Buch. Gedichte für Justinia. Schöne Justinia, Königin mein, niemand kann jemals noch schöner sein. Haare wie Seide, Haut wie Damast, wenn ich euch ansehe, vergehe ich fast. So geht es noch 374 Seiten lang weiter, oftmals reichlich schlüpfrig für ein Hofgedicht. Aha. Die Pilze packen wir wieder hier in unsere Tasche, genauso den langen Zweig und die Wasseressenz, die Schlüssel bekommt der Ivan. Ich bin ja immer noch ganz stolz, dass ich endlich gerafft habe, dass wir hier schön die Beutel aufteilen können. Und jetzt wissen wir immer sofort, wo wir unsere Sachen haben. Das ist richtig gut. Dann gehen wir mal hier rein. Magische Taschen. Wir haben hier eine Streckbank. Fleischhauer Schafscheren. Scharfes Eisenstück und Riesennägel nehmen wir mit. Können wir vielleicht was zum Craften verwenden. Eine Bücherreihe. Naja, etwas mager die Ausbeute hier. Alles leer. Was ist denn da los? Ich sehe doch, dass da Bücher drin sind. Dann Ring eines Quellmagiers. Ui. Papierbogen und... Hier drinnen alles über Runen, Donnerrune und Papierbogen. Dann hier drüben nochmal Papierbogen. Ein Buch. Und da habe ich auch was gesehen. Hier. Quellmagier dringend gesucht. Mordus Zwerg. Mutmaßliche Verbindungen zu Zwergenverbrechern. Zuletzt in der Treibholzer Gegend gesehen. Bekannter Gefährte von Loha. Das Gebiet unter der Taverne Schwarzer Ochse ist zu untersuchen. Ah, sehr schön. Riker Elf. Bekannter Partner der einsamen Wölfe. Auf Befehl der weißen Magister nicht durch unsere Kräfte zu stellen. Zuletzt gesehen Friedhof von Steingarten. Hanak Echse. Vorsichtig. Mein mächtiger Portalmagiekundig. Zuletzt gesehen Gast bei Großfamilie in der Schwarzgrube. Almira Mensch, Schwarzer Ring, zuletzt gesehen, gefangen von den weißen Magistern. Sahelia Elfe, blinde Mystikerin, zuletzt gesehen, gefangen auf dem Weg
zur Freudenfeste. Ivan Ben Metzt, Mensch, einsamer Wolf und Attentäter, zuletzt gesehen, gefangen auf dem Weg zur Freudenfeste. Nachtrag. Es besteht weiterhin Verdacht auf quellenmagische Aktivitäten im Norden der Blutmondinsel. Die Insel ist unseren Kräften derzeit nicht zugänglich. Sehr schön, wir haben wieder was erfüllt. Blutmondinselaktivitäten, ja, da müssen wir hinreisen, wo immer die auch ist. Wir sind Magister Carver begegnet, der das Verschwinden der Magistin Treibholz aufklärt. Also vielleicht gibt es eine Belohnung, wenn jemand das Rätsel löst, ja. Okay, gut, also dann haben wir hier alles geplündert. Ich schau mal die Sachen an. Der Ring. Ring eines Quellmagiers. 22 magische Rüstung. Feuerschnecke beschwören. Das ist ja schön. Den bekommt die Lose. Plus 1 Intelligenz sogar. Intelligenz. Nehmen wir den raus. Wo ist er denn jetzt hier oben? Ring der Intelligenz. Okay, hier müssen wir auf alle Fälle die Rune rausnehmen. Und den können wir dann verkaufen. Donnerrune. Opfert es, das goldene Funkeln, schmelzt es im Fluss, dem kalten Dunklen erlebet das Wunder der Zauberkunst. Die Donnerrune bar jeder Vernunft. Neues Rezept, kleine Donnerrune. In diesem Folianten hat Hubert, der Historiker, das noch vorhandene Wissen über den berüchtigten Bracchus Rex zusammengestellt. Das kennen wir schon. Da haben wir noch einen Schlüssel, sehe ich gerade. Und wir marschieren mal hier rüber zum Gefangenen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ist hier irgendwas drin? Eine Schale, nur Mistgabel. Na gut. Der ist offenbar tot, so wie es ausschaut. Kleine Giftflasche, langer Zweig und leere Trankflasche. Giftflasche, die behalten natürlich wir. Habe ich die anderen Giftflaschen? Die muss ich doch auch hier irgendwo haben. Wo habe ich denn die? Habe ich die verkauft? Das wäre ja wieder mal typisch. Wir hatten doch schon einige Giftflaschen. Sehr seltsam. Dann lege ich die in den Rucksack. Sicher ist sicher. Und wir gehen jetzt mal hier durch dieses Loch. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Oh, da geht es ja noch tiefer. Hä, was sind wir denn jetzt? Waren wir hier schon? Au, Moment. Hä? Ist hier oben irgendwo das Gefängnis? Loha ist hier. Eieiei, jetzt sind wir hier quasi irgendwo unter der Taverne. Echt jetzt? Oh Gott, ist das groß. Das ist ja riesig. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Moment. Da sind wir, hier oben. Dann gehen wir erst hier rüber, dann erreichen wir den Wegpunkt, können hier nochmal Schnellreise machen, wenn Bedarf ist. Die Treibholz-Arena ist das, okay. Was ist das hier? Oh Gott, Gott, ich weiß nicht, ob man hier drauf gehen soll. Gut. Ist das wieder sowas wie beim überall Sachen, die man anklicken kann? Ist das vielleicht wieder so wie beim bei der Freudenfeste? Konal der Prahlerische. Wusstet ihr, was unser Arena-Champion eine dreckige Betrügerin ist? Murga hat mich umgeworfen und ins Ohr gebissen, bevor der Kampf überhaupt losging. Das ist ja nicht sehr nett. Das fallende Schärferkit nehmen wir mit. Das kaufen wir. Was ist denn hier so wertvoll? Achso, der Ring wahrscheinlich. Der Ring ist so wertvoll hier. Gut, dann wen haben wir hier? Grisha, der Philosophische. Passt,
Bloß auf Murga auf, Fremder. Sie ist eine beeindruckende Kämpferin, unser geliebter Champion der Arena und hat keine Gnade mit Narren. Das sind offenbar, entweder sind das Teilnehmer oder Zuschauer, bin mir da nicht sicher. Gott, Gott, was ist denn hier unten? Da sehe ich irgendwas drin, eingesperrt. Murga, die Zwielichte. Im Schatten beschimpft eine Zwergenfrau einen im Käfig eingesperrten leeren Erwachten mit allerlei Obszönitäten. Sie ist umgeben von einer starken, äußerlich bedrohlichen Aura und einem noch stärkeren Geruch nach altem Schweiß und getrocknetem Blut. Sie beäugt dich und blickt finster drein. Mehr Futter für die Arena, hä? Lasst Murga den Champion herausfinden, wie gut eure Reaktion ist. Sie zieht ihre aufgerissene Lippe zurück über ihre abgebrochenen Zähne, nimmt deine Hand und zieht dich hinunter an den biergetränkten Tisch. Ohne den Augenkontakt zu verlieren, beginnt sie ein Armdrücken mit dir. Es gibt da eine Technik, Vektoren berechnen, Haltung anpassen und dann los. Eure Wissenschaft wird euch hier nicht helfen. In der Arena muss man gewillt sein zu leiden, um Großes zu erreichen. Flimmernd taucht sie auf und verschwindet wieder in den Schatten. Schreiend rammt sie deine Hand so fest auf den Tisch, dass sie blutet. Ich habe diesen leeren Erwachten unter uns bezwungen, habe diesen geschuppten Brocken mit meinen eigenen Händen hinuntergezogen. Also, da ihr nicht darauf hoffen könnt, mich zu schlagen, was wollt ihr hier unten? Wir sagen, dass du gegen sie kämpfen und Arena-Champion werden willst. Basierend auf eurer bisherigen Leistung ist das niedlich, aber ich sollte eure ersten Schritte nicht bewerten. Der Löwe bewertet ja auch nicht das Miezekätzchen, oder? Schnurr. Champion der Freudenfeste, ihr sagen, dass sie dir als Mit-Champion einen Arena-Kampf schuldig ist. Oh, Viech schlagen. Niedlich, da braucht man aber wesentlich mehr Bums, um von mir eine Reaktion zu kriegen. Redet mit den Lärmenden, sagt ihm, ich hätte euch geschickt, dann bereitet er für euch eine Herausforderung vor. Er weist euch als würdig, indem ihr mit verbundenen Augen gegen einen meiner Akolyten kämpft. Dann schlage ich euch die Zähne aus. Okay, mit wem müssen wir jetzt reden? Ich speichere mal kurz, bevor ich das hier anklicke. Nicht, dass wir irgendwie jetzt wegteleportiert werden. Warum in aller Welt... Was denn los? Warum alles in der Welt ist... So, was? Ach so, wer? Oh Gott, Gott. Wer um alles in der Welt ist so irre, einen leeren Erwarten so einzusperren? Der schwierigste Satz, den ich je sagen musste. Wir haben hier oben eine Falltür. Was denn? Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Ah, das Schloss kann nicht geknackt werden. Das ist etwas schade. So, wir können wahrscheinlich auch nicht hier runterlaufen. Dann gehen wir nochmal zurück und gehen mal hier vor. Aran, der Lärmende. Ich weiß jetzt nicht, mit wem wir sprechen sollen. Indem wir mit einer Augenbinde kämpfen. Aber wie soll das denn funktionieren? Lust auf ein bisschen Raufen, Balgen. Mal sehen, ob ihr kämpfen könnt. Ihm sagen, dass du mit Murga geredet hast und bereit zum Kämpfen bist. Wirklich? Tja, sieht aus, als würden die Zuschauer was für ihr Geld bekommen. Ihr nehmt ihre Herausforderung an. Ah, das, wieso denn mit verbundenen Augen? Wie soll das denn funktionieren? Sagen, dass du Murgas Herausforderung annimmst, du kämpfst mit verbundenen Augen. Ah, in Ordnung. Achtet nur darauf, dass die Augenbinde drauf bleibt. Wenn ihr sie abnehmt, verliert ihr die Herausforderung. Ganz einfach. Auf jeden Fall erwartet euch etwas ganz Besonderes, Junge. Besser als süßer Creme-Eintopf am Luschenstag. Wer begleitet euch denn? Sagen, dass dich deine engsten Gefährten begleiten sollen. Sie stehen unter deinem Befehl. Und wir sind im Kampf. Haben Gegenstände erhalten. Wir haben keine Kopfbedeckung mehr. Augenbinde mit 12 physischer Rüstung. Kann nicht mit üblichen Mitteln geheilt werden. Reichweite und Präzision sind verringert. Na gut, wo sind die Gegner hier drüben? Eieiei, haben die denn auch jetzt hier verbundene Augen? Ne, die natürlich nicht, ne? Das war ja klar. Dann warten wir jetzt einfach mal ab, bis die zu uns kommen. Unseren Feinden stellen wir... Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Was ist denn jetzt los? Bin verwirrt.
Nee, Zug beenden. Müssen wir jetzt warten, bis die alle zu uns kommen. So, die Lose kann gehen. Die Lose kann gehen. Kann die denn schon irgendwo hinzaubern? Zu weit entfernt. Willst du mich verarschen? Das ist der Radius. Okay, wir müssen uns erstmal hier irgendwo verstecken. Vielleicht hier an der Seite. Damit die uns nicht gleich erwischen. Zug. Oh, wir können ja hier mal, Moment, ein Totem wirken. Das kann schon ein bisschen Schaden machen. Da bin ich ja jetzt gespannt. Wie unfair ist das denn? So, dich stellen wir hier rüber. Der Ivan. Der Ivan hat ja auch keine Reichweite, ne? Ja, natürlich nicht. So, die beiden sind jetzt hier drüben. Ich denke mal, die laufen alle durch die Mitte. Dann stellen wir mal den Ivan hier an die Seite. Ich hoffe, der wird jetzt hier nicht angeschossen. Geh nochmal etwas weiter. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Wir müssen die alle irgendwie hier sammeln. Über kurz oder lang. Das heißt, du bleibst auch mal hier drüben. Können wir denn irgendwas... Gut. Ist natürlich blöd jetzt hier oben. Ah, jetzt hat sie das Band. Ach so, aufs Totem. Okay, das ist okay. Das ist kein Problem. Also, wir haben hier das Totem. Hier drüben haben wir die Feuerdame. Das heißt, wir gehen hier erstmal hier rüber. Kann ich was wirken, dass wir eventuell... Wir haben hier keinen Umkreis, das ist Wahnsinn. Ich kann hier nur in dem kleinen Umkreis kämpfen. Ah. Gut, Zug beenden. Der kommt jetzt von unten, das ist auch okay, wenn die sich aufteilen. Er kann nicht mehr zuschlagen, aber die Lose kann zuschlagen. Und die lose Betäubungsbolzen. Ah, da kann ich nicht weit genug weg, damit die uns nicht selber erwischen. Hahaha, ist das blöd. Wie soll man denn das jetzt machen? Verdampfen? Nee. Schriftrolle des Geistesfriedens. Feuerschnecke können wir beschwören. Und eventuell verstärken. Und? Und günstige Winde. Wir nehmen alles mit. Gut. Zug beenden. Dann ist die Schnecke dran. Die Schnecke kann Schneckenalarm machen und Strahl der Macht. Dann mach mal gleich den Strahl der Macht hier. Ich hoffe, es explodiert nicht wieder alles. Eieiei, das wäre ja gut gewesen, wenn da ein paar in Reihe gestanden wären. Aber okay. Kann die noch was machen, die Schnecke? Nein. So, der geht auch hier hoch und schießt jetzt. Das war so klar. Das heißt, wir müssten dann auch nach oben. Wir können hier nicht hochzaubern. Wir haben hier oben ein Ölfass. Das ist schlecht. Wir können nicht hochschießen. Das ist das Problem. So, wir werden hier mal verkrüppeln. Was war denn das jetzt? Daneben? Ah, echt. Das ist ja wieder toll, 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 toll. Können wir hier was mit Wasser machen? Kritischer Treffer ist schon mal gut. Das ist ganz schön schwierig hier, wenn man keine Reichweite hat. Jetzt auch hier oben. Das heißt, da müssen wir uns dann, wenn wir den hier erledigt haben, müssen wir uns hier hinter dem Pfeiler verstecken.
Wir hauen die jetzt einfach mal auf den Latz. Das gilt hier oben wahrscheinlich nicht mehr. Wir machen es trotzdem. Sehr schön. Hat nicht viel gebracht, aber besser als nichts. Und dann nochmal. Schön verkrüppelt. Und Wirbelwind können wir auch noch heraushauen. Machen wir das, Wirbelwind. Ne, wir hauen ganz normal. Das reicht völlig gut. Wir können uns leider nicht mehr bewegen jetzt. Oh doch, einen Punkt haben wir noch. Das heißt, steht hier drüben steht keiner. Die sind jetzt hier oben. Das heißt, wir könnten uns theoretisch jetzt hier verstecken und die runterlocken. Bleibt du hier erstmal stehen. Ja, bisher läuft es doch ganz gut. Das Totem ist schon wieder weg, sehe ich. Etwas schade. Der hier hat noch physische Rüstung. Verwickelt für 2 Runden. Aber da sind wir alle mit drin. Natürlich Quatsch. Das wollen wir nicht. Der Verkrüppelte wird abgewehrt durch physische Rüstung. Wir machen hier mal mit Wasserschaden, oder? Wobei, jetzt brennt er recht schön. Dann würden wir ihn nur löschen. Das ist alles mit Umkreis hier. Na gut, dann machen wir jetzt einfach hier verkrüppeln. Dann ist die physische Rüstung weg. Und wir hauen nochmal hier drauf. Können wir nochmal schlagen? Wir haben noch einen Punkt aktuell. Nein, können wir nicht. Wir können aber... Können wir noch was heilen vielleicht? Regeneration. Das ist aber jetzt hier eine Schiffsrolle, oder? Ja. Die Quellenkugel brauchen wir hier nicht. Für was ist denn die Quellenkugel? Gewährt Fertigkeit Aura des Gifts. Ach, eine Rune ist das. Jetzt sehe ich es erst, Mensch. Die können wir ja mal ausrüsten dann. Die brauchen wir aber jetzt hier nicht. Na gut, also dann Zug beenden. Und wer ist jetzt dran? Die Schnecke. Jawohl, schön durchgesammelt hier. Kannst du nochmal zuschlagen. Wir haben noch 2 Punkte. Ich kann die nicht erreichen. Leider. Wir gehen nochmal zurück. Und jetzt kann ich nichts machen. Jetzt geht's. So, was ist los? Brennend blockiert durch magische Rüstung. Es passiert nichts. Er geht jetzt runter. Das ist sehr gut. Unsere List geht auf, wollte ich gerade sagen. Da kann er einfach mal durchschießen. Der Schuft. Na gut. Dann die Lose kümmert sich nochmal um den hier. Ich kann den immer so schlecht hier anwählen. Und anschließend können wir irgendwas heilen mit dir. Die kann halt auch nicht heilen, weil die keinen Radius hat. Wir können hier... Können wir den heilen? Ne, ich erwische ihn leider nicht. Na gut. Fane ist ja immer noch komplett, das passt. Was machen wir denn jetzt mit dir? Machen wir teleportieren könnten wir auch. Wir müssen hier... Ne, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen. Ich will mit der Lose jetzt nicht hier rauslaufen. So, er geht vorn runter. Das ist auch okay. Alle auf Fame, Mensch. Heieiei. Können wir hier mal anschauen. Sind alle relativ immun. Das heißt, Gift ist ganz gut. Erde ist auch ganz gut. Und Luft auch. Wählen mal den Giftpfeil.
Und dann eventuell noch einen Feuerpfeil. Gut. Kein Problem. Oh, kritischer Treffer. Du musst auf alle Fälle jetzt... Wir haben hier noch den Sturmangriff. Dann soll er sich jetzt hier um den kümmern. Wenn wir das so machen, wir gehen, dass wir noch zwei Punkte haben und machen dann die Drachenblut. Oh, da brauchen wir nur noch einen. Raserei, was können wir denn noch machen mit zwei Punkten? Sturmbock könnte man machen. Dann machen wir das so. Wir gehen hierher. Und wählen jetzt... wir erwischen ihn hier auch schon. Sehr schön. Nein, verfehlt. Ah, wie ärgerlich. Gut. Greifen hier einfach mal an. Der hat doch eh nicht viel, oder? Mensch. Naja, doch. Was können wir denn noch machen? Wir haben noch einen Punkt. Nicht viel. Dass er davonläuft, das war klar. Unsere Schnecke geht hier hoch. Hinterlässt eine riesige Feuerspur. Eieiei, also der rote Prinz sieht nicht mehr gut aus jetzt hier. Ivan ist schockiert. Die Lose müsste jetzt eventuell mal hier rüber. Müsste da mithelfen. Die ist gut unterwegs. Das heißt, wir... ich denke mal, der Radius wird nicht reichen. Wir probieren es mal. Wir gehen hier mal her. Schön durchs Feuer. Und wählen jetzt hier vielleicht mal teleportieren. Ist zu weit entfernt. Nein. Ist alles zu weit entfernt. Wir haben noch drei Punkte. Das heißt, wir könnten hier reinlaufen. Machen wir aktuell aber nicht. Dann machen wir lieber hier ein Totem. Und können wir... Oh, wir können ihn noch heilen. Wobei der Ivan ja eh komplett geheilt ist, sehe ich gerade. Das ist natürlich Quatsch. Telekinese-Trank. Brauchen wir nicht. Verdampfen. Flächen werden zu Wolken verdampft. Wirkt nicht bei Öl, Eis, Lava. Nee, das passt erstmal so. Legt klarer Geist für drei Runden fest. Da würden wir doch hier eventuell dem Ivan helfen. Ich weiß nicht, ob das gegen schockiert hilft. Geblendet, panisch, verzaubert, gereizt, schlafen, wütend, wahnsinnig. Leider nicht. Gut. Schön verfehlt, das ist gut. Oh, Schilde hoch, nein! Der Ivan brennt immer noch, das macht jetzt aber nichts. Wer schießt einen magischen Giftstachel, wenn der eh gerade brennt? Ziel ist zu weit entfernt. Wir müssen etwas näher ran. Auch wenn wir dann mitten im Feuer stehen, hilft alles nichts. Das ist so blöd. So, jetzt können wir hier nochmal Sturmbock wählen. Können wir nicht, weil wir zu weit entfernt sind. Na gut. Was wir machen können, ist aber auf alle Fälle schon mal Drachenblut. Dann gehen wir hier rüber. Und hauen ihn noch so. Hauen natürlich daneben. Nein! Ah. So, der Fane ist jetzt dran. Sie hat Schilde hoch. Oder er. Kenner, die hartnäckige. Die hat wieder komplett aufgerüstet jetzt. Was machen wir mit dir, Mensch?
Okay, das hat nicht viel gebracht, leider. Wir hauen jetzt einfach alles raus, was wir haben. Jetzt bleib halt mal stehen. Mensch. Ja, da hat er auch mal verfehlt. Das ist schön. Unsere Schnecke kann einen Strahl der Macht wirken. Schön aufpassen, dass wir uns nicht selber erwischen. Und dann nichts mehr machen. Ah, sind die zäh jetzt? Jetzt geht er hier hoch. Nein. Ah, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Tja, dann müssen wir jetzt hier hoch, ne? Dann muss die Lose jetzt hier hochgehen. Zwei Punkte. Und muss jetzt hier brutzeln. Da zuckt er. Mensch, da zuckt er. Gut. Können wir eventuell hier unten noch was machen? Ne, wir gehen wieder runter. Wir können hier das löschen, eventuell. Wenigstens einen Teil davon. Gut, hier wird auch verfehlt. Ich denke mal, wir haben es geschafft. Ich denke mal, ja. So, wir müssen sie oder ihn hier unten jetzt irgendwie einkreisen. Damit die nicht davonläuft. Gut, Fane. Mensch, wir kämpfen hier im Feuer. Ständig. Jetzt geht er auch nach oben. Können wir nochmal angreifen? Zweimal vielleicht? Ja, machen nicht wirklich viel Schaden. Was machst du denn jetzt? Läuft es einmal quer hier rum? Lose geht wieder nach oben. Und er ist weg. Dann gehst du mal hier rüber. Was ist denn jetzt los? Ach so. Offenbar ist der Weg kürzer hier oben rüber als hier rum. Na gut. Was können wir denn machen mit dir? Unheimliches Ausweichen können wir machen. Zug beenden. Ach, wir haben hier noch ein Totem stehen. Da schau her. Stell mir das gerade richtig, richtig fordernd vor. In der nächsten Schwierigkeitsstufe. Ist ja der Hammer. Wie soll man das denn machen? Dann jetzt kommt der Fane. Mit zwei Punkten können wir hier runterlaufen. Und können nochmal zuschlagen. Die ist... Oh nein! Ich dödel! Jetzt habe ich auf Ivan gehauen. Ah! Ah, okay. Ja, weil alle hier brennen und alle gleich ausschauen. Das ist natürlich Quatsch, Mensch. Ah. Sehr gut gemacht. Wirklich ganz gut. So, jetzt teleportieren wir dich genau hier in die Mitte. Und jetzt kommst du nochmal mit Verkrüppeln. Und dann war es das, denke ich mal. Einmal noch zuhauen. Gott sei Dank. Huiuiui, was für ein Kampf. Wir sind auch schon wieder über der Zeit. Sie nimmt dir die Augenbinde ab und stupst deine Nase lachend mit ihrer an. Sehr schön. Wir sprechen gleich mit der Murga der Zwielichten. Und eventuell machen wir gleich nochmal einen Kampf gegen sie, wenn das so
funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.